Es hat uns mal wieder in die Garnisonsstadt Saarlouis geführt. Wir sind bei Farbenhofer. Hallo, Herr Hofer. Ja, hallo, guten Tag. Martin Hofer ist Ihr Name. Sie haben noch einen Bruder, der mit dabei ist. Ja, mein Bruder Stefan. Genau, Sie beide sind Farbenspezialisten und das kann man mit Fug und Recht behaupten, wenn man seit über 30 Jahren den Job macht. Ja. Die Firma gibt es auch nicht erst seit gestern, sondern... Nein, wir sind schon 90 Jahre dabei. 90 Jahre dabei. Ja. Sie machen das mit absoluter Leidenschaft, das kann man wirklich sagen, denn bei Ihnen sind eine große Anzahl von Handwerkern angeschlossen, die sich darauf verlassen, wenn mal eine schwierige Situation kommt. Ja, der ruft sie an, ich habe hier, was weiß ich, eine Sandsteinwand, da hält das nicht und so weiter. Da braucht man Erfahrung, richtig? Ja, also wir sind spezialisierter Fachgroßhandel. Wir kümmern uns um die Belange der Handwerker. Mhm. Farbe ist tatsächlich unsere Leidenschaft. Und deswegen sind wir auch heute hier, um dort ein bisschen in der Farbe zu wühlen. Und das Schöne ist bei Leidenschaft, sage ich jetzt mal, die beginnt nämlich von der Pike auf und die Pike bedeutet hier in dem Fall weiße Farbe. Und dass weiß nicht gleich weiß ist, das zeigen wir jetzt mal. Wir haben einige Produkte eingekauft und möchten heute mal die Deckkraft im Verhältnis zum Preis einfach mal besprechen und den Weißgrad. Mhm. Hier haben wir eine Farbe, die man bestimmt kennt, Swingcolor, eine Innenfarbe, 5 Liter Gebinde, der hier da ist und daneben ist Alpina Weiß. Ja. Im Prinzip kann man sagen, rechts ein teureres, etwas ein teures Produkt, genau. Und hier im Prinzip so Einstiegsklasse. So kann man das sagen. Grundsätzlich gibt es ja keine schlechte Farbe, sondern es gibt immer nur das Preis-Leistungs-Verhältnis. Farbe setzt sich ja zusammen aus dem Weißpigment, das den eigentlichen Farbton ja produziert, einem Bindemittel und Wasser. Okay, hier sieht man jetzt sehr schön, wenn Sie mal hier aufs Display gucken, Herr Hofer. Es ist nicht nur hier im Original, ist es etwas gräulich, geht fast ins Bräunliche. Ja. Und hier sieht man, hier ist es richtig weiß. Hier haben wir noch eine Caparol Kappa Fix Farbe. Die ist jetzt auch weiß. Und ich sag mal, eigentlich müsste man es so daneben halten. Also der Weißgrad ist auch ein Thema, oder? Das hängt, natürlich. Das hängt vom Inhalt ab, richtig? Ja. Also wie ich schon eben sagte, Farbe setzt sich aus Pigmenten zusammen. Hier bei der Swingcolor. Es steht zu vermuten, dass dort ein hoher Kreideanteil verwendet wurde. Kreide ist ein sehr gutes Produkt, ein natürliches Produkt, hat allerdings den Nachteil, dass es nicht ganz schneeweiß ist und auch die Deckkraft nicht so besonders hoch ist. Dafür ist das Produkt erheblich preiswerter. Man muss halt schauen, was man dafür braucht. Super, wir testen das einfach mal. Ich gehe jetzt mal kurz in medias res. Wir haben jetzt hier zwei Tafeln vorbereitet. Die eine ist blau, die andere auch. Ja. Das können wir jetzt insgesamt vier Farben mal testen über den Deckgrad und wie sich das verhält, wenn man einmal drüber streicht. Richtig? Genau. Das werden wir hier jetzt mal ausprobieren. Hier haben wir vier Röllchen, jungfräuliche. Malerröllchen, sagt man das so? Ganz genau. Das sind handelsübliche Röllchen. Und wir nehmen hier jetzt einfach mal eine Probe vom Swingcolor. Und werden hier mal einfach mal das Ganze aufstreichen. Wichtig ist, dass Sie ungefähr die gleiche Farbmenge nehmen. Das hier ist natürlich kein wissenschaftlicher Test. Nein. Sondern das ist jetzt mal so, wir nehmen ungefähr die gleiche Menge Farbe. Wir schauen uns gleich mal das Ergebnis. Das ist jetzt der Nassauftrag. Ja. So wirkt die Farbe im nassen Zustand. Die trocknet allerdings relativ schnell. Wir können uns das gleich mal angucken. Wir haben auch schon mal den gleichen Test vorbereitet, fertig. Dann nehmen wir welche Farbe? Dann werden wir eine nehmen, die ungefähr vergleichbar ist. Zumindest also noch vom Preis. Zum Preis ähnlich. Ja. Ähnlich. Die ist aber schon weißer. Also die ist schon weißer, also das Weißpigment ist deutlich besser. Es wird ein anderes Weißpigment verwendet. Ich stelle es mal daneben hinter, dann sieht man es etwas besser. Ja. Und da versuche ich jetzt mal die gleiche Menge zu nehmen. Und wie man schon sieht, ist... Das war wirklich jetzt die gleiche Menge? Ja, ungefähr. Ja. Man sieht, wenn man es hier verteilt... Es steht auch im Eimer flutschiger. Ja. Das heißt, es lässt sich einfacher verarbeiten, richtig? Ja, das sind so ein paar Verarbeitungsvorteile von den Farben. Dass sie sich leicht verarbeiten lässt, hat aber mit Weißgrad nichts zu tun. Hier sieht man deutlich, die Nassdeckkraft der Swingcolor ist etwas schwächer. Die Nassdeckkraft von Kappa Fix ist deutlich besser. Aber letztlich beurteilen kann man das erst,
wenn das Material durchgetrocknet ist. Okay, das haben wir aber vorbereitet. Jetzt haben wir höherwertige Farben. Wir sprechen hier bei welchem Preis ungefähr? Die Swimcolor, die liegt so um die 2 Euro. Ja, um die 2 Euro. Der Liter. 2 Euro pro Liter. Und die Kappa Fix, die liegt so bei 2,30 Euro, 2,40 pro Liter. Okay. Das hängt aber auch vom Gebinde ab. So kleine Gebinde sind natürlich etwas teurer wie die typischen 10. Ja, sicher. Genau, das hier sind jetzt 12,5 Liter in dem Eimer drin. Mhm. Wir haben was Witziges festgestellt. Bei der Alpina Weiß waren auf einmal nur noch 4 Liter drin in dem 5 Liter Eimer. Genau. Da mussten Sie selbst als Profi mal ein bisschen schmunzeln, weil Sie die Farbe ja auch nicht da haben. Ja. Die haben wir ja besorgt. Hier fehlt einfach ein Liter. Er fehlt nicht, es steht ja deutlich drauf. Da 4 Liter. Aber in dem 5-Liter-Eimer ist ein Liter weniger. Erwartet man 5 Liter. Es wird aber genau angegeben, dass es für 30 Quadratmeter reichen soll. Genau, da drüben steht 35. Aber ist uns nur aufgefallen. Ja, also genau. Nicht überall, wo ein 5-Liter-Eimer drin ist oder drauf ist, ist auch ein 5-Liter-Eimer drin. Mhm. Hier ist das vergleichbare Produkt, also ein sehr, sehr gutes Produkt, Alpina Weiß, Testsieger gut. Und das heißt bei Ihnen Malarit. Ja, das also ist jetzt ein vergleichbares Produkt. Reine Profi-Qualität. Aber zuerst nehmen wir mal das Alpina-Weiß. Und da schauen wir mal, wie das ausschaut. Wie man hier deutlich sieht, ist die Nassdecke schon wesentlich besser als bei den beiden anderen Produkten. Also absolut hervorragende Farbe. Da liegt der Liter so um die 4 Euro. Ja, im Alpina-Weiß liegt der Weiß bei 4 Euro pro Liter. Roundabout, circa. Ja, also da will ich mich auch nicht festlegen, aber das ist so der marktübliche Preis. Also ungefähr das Doppelte, dafür ist aber die Deckung ist wesentlich besser, wie man hier sieht. Man sieht den Weißgrad hier, der deutlich höher ist und das in der Nassdecke. Hier sind die beiden sind richtig grau dagegen, also das Alpina-Weiß ist das deutlich bessere Produkt. Toll. So, und dann kommt zum Schluss noch das gute Malarit. Das Malarit, da nehmen wir uns auch eine Probe. Und steht auch drauf, höherer Weißgrad. Das heißt, die sind jetzt richtig weiß. Die sind jetzt richtig weiß. Es gibt natürlich noch Produkte, die sind noch weißer. Die haben noch einen besseren Anteil an Weißpigmenten. Aber das sind Produkte für Spezialanwendungen. Das heißt, dann ist einmal streichen wahrscheinlich auch okay, aber dann reden wir dann über einen Liter, über 10 Euro vielleicht. Ja. Genau. Das ist dann, also sieht man sehr schön, links die günstige Farbe, die allerdings jetzt noch ein bisschen durchtrocknen muss oben. Das heißt, diese Kreide, die zieht dann an, wenn sie trocknet, also von der Farbe her. Ja, die wird weißer. Wird weißer, das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben die getrocknete Version auch da und rechts dann die etwas hochwertigere Farbe, wobei man sagen muss, diese... Wie ist noch der Name? Kappa Fix von Caparol, also die günstige Malerqualität, deckt schon jetzt deutlich besser. Das ist so. Diese Qualität wird hauptsächlich eingesetzt auf weißen Untergründen, auf Raufaser, die nochmal renoviert wird im Weißbereich. Da ist eine solche Deckkraft absolut ausreichend. Man streicht ja nicht immer von Blau auf Weiß. Das stimmt. Also es ist eher die Ausnahme, sage ich mal. Okay, wir haben ein Angebot, also jetzt für Endkunden, für jedermann, sage ich jetzt mal. Bei Ihnen im Großhandel, ich zeige es mal ganz kurz, wir sind hier in einem dezenten kleinen Lager in Saint-Louis. Der Chef persönlich zeigt uns jetzt mal die Unterschiede bei der Farbe. Tolles Angebot, es gibt nämlich diesen Eimer Kappa Fix zum Preis von 29 Euro. Und 29,90. 29,90, inklusive Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer. Muss man klar sagen, an Endkunden ein Angebot. Das heißt, das ist diese hochdeckende Farbe, wo wir in einem Preissegment ungefähr liegen, wie bei der günstigen, ich nenne sie jetzt mal Baumarktfarbe, die jetzt, oder ich sag mal, die im Einzelhandel erhältlich ist, vielleicht auch im Supermarkt, die man halt so findet. Und das Ganze 29,90, ist es begrenzt, das Angebot? Gibt es das so? Also im Grunde genommen erstmal bis auf Weiteres, ja, bis so lange Vorrat reicht. Ja. Und dazu halte ich dann diesen 12,5 Liter Eimer. Das Ganze gibt es in allen Filialen. Sie sind noch so lieb und sagen noch kurz Bescheid. Ja, einmal in St. Wendel. Also wir sind in St. Wendel im Harschberger Hof. Okay. Auf dem Winterbach liegt das. Wir sind in Saarbrücken in der Hartmannsau. Das ist in Güdingen. Und natürlich hier in Saint-Louis in der Bahnhofstraße.
Genau, und diesen Eimer, den gibt es jetzt, also nicht genau diesen, sondern einen Eimer nagelneu mit 12,5 Liter Farbe, den gibt es jetzt zu gewinnen. Und alles, was Sie machen müssen, ist einfach nur einen Kommentar verfassen unter diesem Facebook-Eintrag, in dem Sie uns kurz sagen, warum Sie gerade diesen Eimer Farbe im Wert von 30 Euro jetzt gewinnen möchten. Leute, die bei uns mitspielen, die kennen das ja schon. Einfach nur kurz drunter schreiben, weil mein Sohn gerade umgezogen ist, weil ich ihn einfach haben will, weil was weiß ich. Ja, schreiben es einfach drunter und mit etwas Glück sind Sie dann dabei unter den glücklichen Gewinnern und können ihn hier bei der Firma Farbenhofer abholen. Vielen, vielen Dank, Herr Martin Huffer. Öffnungszeit noch kurz. Geöffnet sind unsere Läden von 8 bis 18 Uhr hier in Saarlouis, in Saarbrücken und in St. Wendel von 7 bis 16 Uhr. Vielen Dank.